bei uns ist jetzt sehr viel geredet worden, was nicht alles schlecht ist, aber im Endeffekt müssen wir so sein. Es war nicht, meiner Meinung nach, nicht alles schlecht vorher und jetzt ist nicht alles perfekt. Also es war der erste Schritt in die richtige Richtung und jetzt können wir vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe arbeiten. Und dann heißt es nach der Länderspielpause schon wieder schauen, dass wir 3 Punkte holen. Ja, ich denke, dass der Sieg sau wichtig war. Wir hatten wirklich riesen Druck. Wir sind, glaube ich, trotzdem damit gut umgegangen die letzten 2 Tage. Ich muss eins dazu sagen, es ist, glaube ich, sehr wichtig, in so einer Drucksituation seinen Humor nicht zu vergessen und am Boden zu bleiben und sich wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Das hat die Mannschaft jetzt geschafft die letzten 2 Tage. Da kann ich nur gratulieren. Ich glaube, dass über die 90 Minuten der Sieg verdient war. Erste Halbzeit waren wir sehr, sehr gut, haben den Gegner überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, haben ja 1-2 Chancen gehabt, haben dann auch geführt. Zweite Halbzeit ist der Last besser geworden, waren dann aggressiver, haben ja einer Pressing besser an den Mann gebracht. Wir waren dann sehr oft unter Druck, haben dann wieder 2-3 Eigenfehler gehabt, was brenzlig geworden ist, wo uns der Ricci gerettet hat. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir auch viel Kontersituationen gehabt haben und dass wir, ja, wie gesagt, über die 90 Minuten der verdiente Sieger sind. Sehr gut begonnen, erste Halbzeit. Haben wir den Last gar nicht überhaupt nicht zum Zug kommen lassen. Also, ich kann mich nicht erinnern, einmal vielleicht bei einem Freistoß, wo ich mit der Faust hin muss, sonst habe ich nur Rückpässe bekommen. Also da haben wir es super gemacht. Zweite Halbzeit, so Last besser ins Spiel kommen. Sind wir nicht mehr so gut da ins Pressing kommen. Das war ein bisschen schlechter, aber trotzdem, im Endeffekt, glaube ich, ist es verdient. Aufgrund der ersten Halbzeit war das, glaube ich, in Ordnung, dass wir gewonnen haben. Sehr gut Fußball gespielt. Natürlich haben wir immer wieder auch lange Bälle gespielt, aber das war unser Plan B, weil wir gewusst haben, LASK hat schnelle Spiele, attackieren sehr gut und sehr schnell. Und dann kann man dann oft nur mit langen Bällen agieren in der Spieleröffnung. Das kann man natürlich verbessern, aber zweite Halbzeit haben wir gesehen, warum LASK da oben steht. Ja, ich freue mich wirklich, dass wir wieder gewonnen haben, überhaupt bei Rapid zu spielen. Also ich habe es erst am Sonntag erfahren, dass ich bei Rapid bin. Wirklich super, ich freue mich sehr. Die letzten Wochen waren sehr hart für uns, wir haben uns oft das Leben selber schwer gemacht. Und deswegen war es halt ganz wichtig, dass wir die 3 Punkte holen. Und wir haben von Anfang an 100% gegeben, ich glaube, das hat man auch gesehen. Und am Ende war es ein wichtiger Sieg. Ja, wir haben versucht, immer ruhig zu bleiben. Das kommt ja alles von außen. Natürlich kriegt man es ein bisschen mit, aber es ist so, dass jetzt nach dem Spiel nicht alles gut ist und vor dem Spiel nicht alles schlecht war. Ich glaube, dass wir gute Partien gehabt haben, wo wir uns nicht belohnt haben. Heute war eine Halbzeit wieder gut, die zweite jetzt nicht schlecht, aber nicht besonders gut. Und wir haben uns trotzdem heute belohnt mit einem 1-0-Sieg. Das ist oft ja, wichtiger, als wenn man brilliert und 3-4-0 gewinnt. Von dem her tut das natürlich gut für Selbstvertrauen und wir können gestärkt in die nächsten Wochen gehen.